eine Kostprobe seiner neuen Macht. Ich kann mich allem stellen. Formieren Sie die Flotte. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Heimkino-Freunde, ich grüße euch. Ich habe heute für euch was Geiles im Test. Beziehungsweise ich habe es ja schon getestet, sonst fände ich es ja nicht geil. Das ist die Ultimea Poseidon D80. Ein 7.1-System mit 4 Powerful Surround Speakers. Ich lese das auch bloß ab, das steht hier unten. Das ist ein geiles System, Freunde. Jetzt muss ich aber fair sein. In dem Preisbereich habe ich so ein Heimkino-Surround-Dolby-Mega-System noch nie getestet. Ich habe ja auch schon von Ultimea jetzt so ein paar Soundbars durch. Das ist ja eigentlich ein richtiges 7.1-System. Das habt ihr jetzt schon gesehen. Das heißt, wir haben nicht nur die Soundbar, sondern wir haben auch ein paar Satelliten und noch einen extra Subwoofer. Da scheppert dann so richtig die Kronleuchter von der Decke, von unseren Nachbarn, Freunde. Ich will jetzt aber nicht so viel vorwegnehmen. Also die Poseidon D80, die gibt es bei Otto zu kaufen. Da ist sie gelistet für 339,99 €. Bei Ultimea direkt ist sie gelistet für 305,95 €. Dass er da schon mal einen Anhaltspunkt hat. So, es ist ein 7.1-System. Das bedeutet, das 1 ist der Subwoofer. Da haben wir 4 Surround-Speaker. Das sind also kleine Lautsprecher. Die müsst ihr dann im Raum verteilt aufstellen. Das war diesmal auch anspruchsvoll, das zu testen. Ich kann das hier nicht einfach auf den Tisch stellen, Freunde. Das wäre Blödsinn. Habt ihr keinen Surround-Sound? Da kommt immer noch alles aus einer Ecke. Deshalb musste ich das alles so ein bisschen aufbauen, um das richtig zu testen. Also vorne der Fernseher, die Soundbar drunter. Dann versetzt 2 kleine Lautsprecherchen und dann auch hinten noch 2 kleine Lautsprecherchen, dass man dann eben den Surround-Sound haben kann. Also einen Ton, der euch wirklich umgibt. Dass wenn die Google von A nach B, naja gut, weil wir mal nicht alles immer gleich mit Krieg verbinden, dass wenn das Auto von A nach B fährt, an euch vorbei, dass man wirklich dann auch räumlich das Gefühl hat, das Auto fährt gerade an euch vorbei. Das Sound geht von vorne nach hinten. Das funktioniert natürlich mit räumlich platzierten Lautsprechern immer noch am besten. Also wir haben den Subwoofer, wir haben die Soundbar, wir haben 4 Surround-Lautsprecher. Im Lieferumfang ist dann alles dabei, was wir brauchen, ist ja klar. Der ganze Spaß ist erstmal fest verkabelt. Also haben wir ein Netzteil, wir haben ein Subwoofer-Stromkabel, wir haben ein Stereo-Kabel, 3,5 mm. Wir haben ein Surround-Kabel für die Lautsprecher vorne und für die Lautsprecher hinten. Das ist alles getrennt, die müssen ja auch extra angesprochen werden. Ein HDMI-Kabel ist dabei, ein optisches Kabel ist dabei. Es gibt eine Fernbedienung, die ist auch richtig gut. Da ist man erstmal so ein bisschen überfordert, wenn man das sieht, so rein von der Beschriftung her. Es gibt ein Montageset. Für die Wandhalterungen. Das heißt, wir können den Spaß auch an die Wand bringen. Das ist natürlich das Beste, was man machen kann, weil da kann man sich das auch gleich ein bisschen auf Höhe installieren, die man halt wirklich benötigt. Und eine Bedienungsanleitung gibt es noch, Freunde. Alles dabei, was man braucht. Und da habt ihr jetzt auch so ein bisschen die Eingänge, so ein bisschen rausgehört. Ne, Freunde, wir fangen erstmal mit dem ganzen langweiligen Stuff an. Wir haben 3,5 mm Klinke, der Klassiker. Ne, ist klar. Wir haben optisch, über Licht. Einen USB-Eingang gibt es, da kann man einen USB-Stick dran machen und ein bisschen Musik hören, wenn man Spaß hat. Und ein HDMI-In und ein eARC. HDMI. eARC, da müsst ihr halt gucken, ob das euer Fernseher unterstützt. Ihr habt ja da bei Fernseher die ganzen HDMI-Eingänge und da müsst ihr halt mal schauen, an einem steht dann möglicherweise eARC dran und da könnt ihr dann verbinden mit der Soundbar, Freunde. Wenn ihr es denn verbindet mit euren Smart TV, das ist jetzt irgendwie schon so miteinander in Verbindung gebracht. Wir haben es halt getestet mit den Smart TV, Freunde. Und die haben ja meistens, die haben nur so große Lautsprecher, haben die verbaut, Freunde. Da kommt natürlich nicht viel raus, geschweige denn Bass. Und da ist das hier natürlich... Da sind Welten dazwischen, das sage ich euch. Verteidiger des Ostens. Könnt natürlich auch Projektoren zum Beispiel anschließen, das geht auch, oder euren PC, euer Notebook oder euer Smartphone, das geht auch, denn wir haben Bluetooth 5.3 Unterstützung. Das ist natürlich auch schön aktuell. Da könnte man also auch kabellos seinen Spaß haben. Zumal bei Bluetooth 5.3 dürftet ihr dann auch nicht so die Probleme mit der Latency bekommen, aber empfehlen würde ich natürlich immer eine kabelgebundene Verbindung, gerade wenn ihr vorhabt, auch mit dem System zum Beispiel, habt einen PC angeschlossen, zu zocken, weil da will man natürlich gar keine Latency haben, also die Verzögerung zwischen Bild und Ton. Bei Shootern geht das überhaupt gar nicht klar. Über eARC kontrolliert ihr dann die Lautstärke dann auch mit eurer herkömmlichen Fernbedienung. Ich habe jetzt hier mal die hier in der Hand, ne, für einen Xiaomi-Fernseher. Ansonsten natürlich könnt ihr die ganz normal die Fernbedienung benutzen, die halt dabei ist. Es gibt touch-sensible Tastenzersteuerung des ganzen Spaßes direkt an der Soundbar. Und es gibt eine App. Bei der App habt ihr auch mal ein paar feinere Möglichkeiten, als hier die Fernbedienung bietet. Die ist eigentlich schon echt gut, weil wir können hier einen Surround-Sound einstellen, die Intensität, wir haben die Mitten, die Höhen, wir können Bass, ne, heißt hier Bass MX. Könnt ihr einstellen, im Übrigen auch in den Minusbereich, wenn man irgendwie den Nachbarn gar nicht stören will oder sowas, kann man den Bass auch ganz eliminieren. Und wir haben halt schon EQ-Voreinstellungen. Das ist natürlich auch echt richtig nice. Also da merkt man auch, dass der Hersteller sich auch so ein bisschen mit auseinandersetzt und eben auch wirklich den Individualisten, den Sound-Individualisten ein bisschen was bieten will. Vor allem wir haben Movie, also Film, Musik, Voice, Nachrichten zum Beispiel, Surround-Nachrichten hören wollt, Sport, Game oder Night. Night. Zugegeben, was Night jetzt für ein Presetting ist, frage ich mich an der Stelle. Wirklich,
Aber klar, wenn man die App installiert, habt ihr natürlich dann einen Equalizer und da könnt ihr euch das dann alles einstellen, wie ihr das halt lustig seid. Es gibt aber auch diese Matrix mit unglaublich vielen Voreinstellungen, so eine Punkte in der Matrix, und da könnt ihr dann euer Presetting halt auch auswählen. Das ist dann nochmal so zum System. Ihr habt 460 Watt Peak Power. Wobei das Einzige, was für mich zählt, das ist, wie sie klingt. Der Bass kommt natürlich aus dem Subwoofer. Den stellen wir uns auf den Boden. Und der strahlte nach unten ab. 6,5 Zoll großer Subwoofer. Wir haben 7 Punkte, da müssten 3 Lautsprecher, sind noch in der Soundbar selber verbaut. Und ich würde sagen, die ist aber echt kompakt. Es gibt ja auch Soundbars, das sind ja solche Raketen. Ne? Da muss man auch mal zusehen, dass man den Platz findet. Aber die Soundbar selber, die ist ziemlich kompakt. Die Satelliten, wie gesagt, müssen wir dann gucken, wo die aufstellt. Wir haben einmal 3 Meter lange Kabel für die beiden vorderen Satelliten. Und dann 6 Meter lange Kabel für die hinteren Satelliten. Also beim Aufstellen sind wir schon recht flexibel dabei. Zumal die hinteren Satelliten ja auch an den Subwoofer angeschlossen werden. Die vorderen Satelliten werden an der Soundbar angeschlossen. Der Subwoofer ist dann aber kabellos mit der Soundbar verbunden. Und das ist auch alles schon so voreingestellt, dass man nichts machen muss. Aber man braucht 2 Steckdosen, einmal für den Subwoofer, einmal für die Soundbar. Aber die Installation ist an sich ist eigentlich schon echt kinderleicht. Also da muss man jetzt kein Soundtechniker sein, das hinzubekommen. Im besten Fall nutzt ihr die Wandhalterung. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, die Satelliten auf Stative aufzustellen. Was natürlich, wie gesagt, man will die ein bisschen auf Höhe bringen. Wir hätten sie einfach auf die Couch gestellt, aber die haben tatsächlich Stativaufnahmen. Wenn man es halt nicht an die Wand bringen kann, zum Beispiel ist halt alles freistehend, weil ihr habt einfach mal eine Turnhalle als Wohnzimmer, dann gehen auch Stative klar. Außer den Subwoofer, Freunde. Der muss auf den Boden. Der muss auf den Boden, dass die Nachbarn auch ihren Spaß haben. Dolby Atmos wird unterstützt. 7.1 True Surround Sound, Ultimedia Bass MX und 460 Watt Peak. Ja, da haben wir eigentlich so für den Features alles. Weiß nicht, ob euch dafür interessiert. Frequenzbereich 38 Hertz bis 18 kHz. Statisches Rauschen 38 dB. Verzerrung kleiner als 1%. Maximaler Schalldruckpegel. Mehr als 100 dB. Technische Kleinigkeiten, Freunde, die könnt ihr auch von den Datenblatt direkt auf der Angebotsseite ablesen. Kommen wir mal zu deinen Erfahrungen, Freunde. Ich werde den Film anschmeißen, wo es halt auch ein bisschen scheppert. Und da scheppert's. Ich wollte auch ein bisschen testen. Also, na klar, erstmal einen Kinofilm, weil die meisten werden sich wahrscheinlich so ein System kaufen, um halt Kinofilme und Serien zu schauen. Ich habe natürlich dann auch Sprache getestet, ne, wie das dann rüberkommt. Wir haben auch die Presettings, also YouTube geschaut, meine Videos geschaut, da kenne ich ja die Qualität und auch ein bisschen Musik gehört. Schönen guten Tag, Freunde, bequemer Sitzgelegenheit. Ich grüße euch. Dass ich das halt auch alles mal so getestet habe. Es geht ja jetzt hier nicht ausschließlich um das Kinoerlebnis, aber muss man sagen, wie es ist. Dafür ist es eigentlich am besten geeignet. Was natürlich auch geil ist, ist klar, Live-Musik hören. Das Surround-Sound-mäßige, das bringt eigentlich nicht so viel, wenn man jetzt am besten irgendeine Monospur. Live ist natürlich dann, kommt richtig geil, weil da kommen ja auch dann ein bisschen Orten, wo dann halt welches Instrument ist, wenn halt entsprechende Informationen auch enthalten sind. Ansonsten natürlich Kinofilme, ne, da kommt es eigentlich geil. Allgemein, das Sounderlebnis, also Lautstärke, Freunde, bis zum Hörsturz kann man aufdrehen, daran mangelt es auf jeden Fall nicht. Also wenn ihr schon nicht mehr so gut hört und eure Nachbarn sehr tolerant sind, Freunde, da könnt ihr aufleiern und dann scheppert es halt so richtig. Die Bassbox hat Druck, die hat wirklich richtig Druck, raumfüllend auf jeden Fall, insgesamt schon aufgrund allein schon der Größe des Systems. Ist halt der Klang an sich schon sehr raumfüllend. Wir hatten jetzt, sag mal, Standardgröße Wohnzimmer, haben wir das Ganze aufgebaut und getestet. Der Bass hat echt Druck. Also ich musste dann eigentlich schon wieder rausnehmen. Wie gesagt, hier Bass MX. Und da habe ich das mal so ein bisschen reingeleiert und hat es wirklich schon sehr gescheppert. Teilweise war es mir dann schon zu viel scheppern. Ich muss sagen, die Ultimea-Systeme, also an Bass mangelt es dann eigentlich nicht. Ne, kann man mal ein bisschen Techno aufziehen. Dann den Alkohol aus dem Schrank und ein bisschen Spaß haben. Aber in Spielen kommt es natürlich geil. Also wenn man jetzt irgendeinen Shooter spielt, so aus wie Battlefield, wo es auch richtig wummert. Oh, Freunde. Also ich hatte es ja schon angekündigt am Anfang des Videos. Ich habe ein System in dem Preisbereich noch nicht getestet. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn. Ich habe jetzt nicht alle Preise im Kopf von den ganzen Produkten, die ich mal getestet hatte. Ich kann nur sagen, wow, also es ist wirklich schon beeindruckend. Also der Surround-Sound ist wirklich geil, wie das dann halt um einen drumherum scheppert, wenn man halbwegs vernünftig die Speaker platziert hat. Und dann eben der raumfüllende Klang, dass wirklich halt überall der Sound ist. Dann die Bassbox, die los scheppert, die ganzen Bässe, also gerade die Explosionen sind ja meistens sehr, sehr basslastig. Und das geht so dermaßen in die Ohren. Man hat einfach ein ganz anderes Erlebnis, als wenn halt nur von vorne, vom Fernseher, von zwei Lautsprecher, die halt so groß sind, dass man da richtig laut machen muss, dass man überhaupt noch irgendwas vernimmt, geschweige denn, dass man dann irgendwie Tiefe hätte. Aber was erwartet man halt auch? Die Fernseher sind ja im Profil nur so dick hier. Es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, dieser Surround-Sound ist geil. Die Soundwiedergabe an sich ist auch richtig gut. Ich finde jetzt auch so die Höhen, die Mitte,
Mitten und so. Das ist alles recht ausgewogen. Ja gut, der Bass ist natürlich super dominant, aber das ist ja auch irgendwo so gewollt und man kann es ja auch noch einstellen. Wenn das wirklich zu viel ist oder er sagt, ich will jetzt mal klassische Musik hören, dann wird das natürlich ein bisschen nerven, wenn es dann rumst. Kann man sich das auch noch einstellen. So rein bei den Werkseinstellungen ist der Klang an sich schon sehr bassorientiert. Also es ist schon so ein bisschen auf Spaß abgestimmt, wofür das System ja eigentlich auch da sein soll. Es wird ja nicht beworben als Best for Classic. Also schon abgestimmt eben auf Kinofilme, auf Gaming, auf basslastige Musik beispielsweise, ist so die Grundabstimmung. Und Freunde, da geht das System auf jeden Fall richtig gut ab. Also dieser Film gucken, oh, das ist ein Erlebnis. Ich kann es euch kaum beschreiben. Leider war ich auch nicht in der Lage, das richtig aufzuzeichnen. Ihr würdet es ohnehin nicht raushören, weil ihr das Video ja zu 90% am Smartphone schaut. Die wenigsten schauen sich das dann auch mit Kopfhörern oder mit hochwertigen Soundsystemen an. Jetzt bin ich mir selber ein bisschen enttäuscht, dass ich den Sound einfach nicht so aufnehmen konnte, wie ich ihn gehört habe. Wollen wir noch ein bisschen technisches Blabla. Fortschrittliche Surround X Systemtechnologie und 360 Grad Oral Spatial Localization Technology Algorithmen positionieren Elemente präzise in ihren Raum, sodass sie sich wie im Zentrum der Handlung fühlen. Das ist im Prinzip das, was ich gesagt habe, nur irgendwie mit jede Menge technischen Blabla oder doch irgendwie ein bisschen schon. Ne? Was ich jetzt so emotional rübergebracht habe, steht dann hier irgendwie mit Fachbegriffen, die kein Schwein mehr versteht. So Freunde, ich hoffe, ich könnte euch einigermaßen so erklären, so rum, was die Poseidon D80, was sie so drauf hat, Freunde. Was es kostet, wisst ihr auch. Was ihr herbekommt, das wisst ihr auch. Ich kann mal einfach bei Otto bestellen. Ich danke euch immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video irgendwie weitergeholfen bei eurer Entscheidungsfindung. Wenn ja, dann könnt ihr mir einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Ihr könnt auch gerne meine Kanalmitgliedschaft abonnieren. Da mangelt es noch an Mitgliedern. Kommentar könnt ihr mir da lassen und einen Daumen nach oben, Freunde. Sie haben schon was zu tun heute. Ich bin dankbar für jeden Support und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.